Hi, Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir kommen ja langsam zu einem Ende mit dem Ganzen. Aber was mir aufgefallen ist, was ich euch gerne wieder einmal so ein bisschen in die, ins Gedächtnis rufen möchte, ist, dass ihr doch bitte eure Meinung sagt. Weil das ist das, was ich wieder einmal beobachtet habe, dass sehr viele Menschen immer noch nicht ihre Meinung sagen, dass sie einfach immer noch die Faust im Sack machen und das Gefühl haben, dass das der bessere Weg ist. Und zwar das deshalb, weil, ich weiß nicht, ich denke, weil man nicht möchte, dass andere wütend sind auf einem oder man das Gefühl hat, wenn man nicht sagt, dass es der bessere Weg ist. Nur, bedenkt bitte, ihr Lieben, momentan sind die Menschen echt geladen. Viele Menschen, die mögen nicht mehr. Die haben echt die Nase voll, geht mir auch so. Und da ist die Stimmung eh schon gereizt. Und wenn man dann die Meinung nicht sagt und dann einfach nur die Faust im Sack macht und trotzdem lächelt, wir sind alles empathische, hochsensible Menschen. Wir spüren, wenn jemand die Faust im Sack macht. Auch wenn er es nicht sagt, wir spüren die Energie. Und deshalb ist die Meinung nicht sagen viel schlimmer, als wenn man die Meinung sagt, uns vielleicht in einem falschen Ton sagt oder dann kracht's kurz einmal, aber man ist wenigstens ehrlich, weil wenn man es nicht sagt, dann spürt das Gegenüber, dass etwas nicht stimmt und macht sich dann 100.000 Gedanken, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären. Moment. Velofahrer? Kann man an den Pedalen kommen? Schon seich. Ja, das ist das Problem, oder? Wenn man nichts sagt, dann macht sich der andere Gedanken und spielt sich x Szenarien vor, was wohl das Problem sein könnte mit dem anderen. Aber vielleicht hat der andere einfach gerade keinen Bock oder ihn nervt irgendetwas anderes, aber nicht das, was denjenigen betrifft. Und wenn man dann ehrlich zusammen sprechen würden, wäre die meisten der ganzen Probleme gar nicht nötig. Die meisten Missverständnisse wären nicht nötig, wenn man die Meinung sagen würde, wenn man ehrlich wäre. Und deshalb, bitte, ihr Lieben, sprecht ehrlich, weil momentan merke ich, da sind sehr viele Menschen echt geladen, eine komische Energie da. Und deshalb ist es wichtig, jetzt den Mund aufzumachen und einfach ehrlich die Meinung zu sagen. Und das Gegenüber spürt eh, was du denkst, ob du es sagst oder nicht. Also deshalb sei doch einfach ehrlich. Du läufst besser so. Und ja, ich mache dazu dann nochmal ein anderes Video. Das ist jetzt einfach mal die Kurzfassung, was ich sagen wollte. Genau. Ja, ey, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr den Mitmenschen eure Meinung sagen könnt. Und auch wenn euch jemand nervt, dann sag's doch einfach. Sagt es doch einfach. Sagt es lieb und nett. Und das Gegenüber kann ja dann sagen, hey, das hat mich jetzt verletzt und dann, ich habe es nicht so gemeint. Wisst ihr, dann kommt ein Dialog, dann kann man zusammen sprechen. Versteht ihr? Aber so hat das Gegenüber wenigstens die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen. Es würde nie so etwas aufgeschaukelt werden und im Nachhinein weiß kein Mensch mehr, um was es überhaupt gegangen ist, weil niemand ehrlich war und die Meinung sagte. Seht ihr? Also ich denke, mehr als die Hälfte von all unseren Problemen sind hausgemacht. Jetzt geht der Wind. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sagt doch eure Meinung, seid doch ehrlich, auch wenn jemand euch manchmal im Ton vergreift. Egal. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.